Hallöchen, meine Freunde. Heute wieder unterwegs zur Firma Drexler. Wir bekommen in unser Hinterachsdifferential eine Sperre. Und für mich ein wichtiges Thema, weil es ist ja schon ein essentielles Teil bei einem Rennauto, weil dann wirklich damit die Kraftübertragung auf die Straße ist hier wirklich essentiell. Ja? Also ohne das geht es ja eigentlich gar nicht. Wir haben mit der Firma Drexler vor einer Weile schon telefoniert. Das Ganze wird so ablaufen, wir bringen das Hinterachsdifferential hin. Dann wird es erstmal komplett auseinandergebaut. Dann wird es wieder zusammengebaut mit der Sperre, mit der neuen Sperre drin. Und wichtig dabei ist, dass natürlich auch alle Teile, die kaputt sind, wie irgendwelche Lager oder Dichtungen, natürlich auch erneuert werden. Und genau, auf die Reise nehmen wir euch jetzt mal mit. Wir werden euch alles zeigen, wie genau, was, wer und wo und überhaupt und sowieso. Und genau, bis gleich. Wir sind da. Wir sagen mal Hallo. So, Servus. Hi, Servus. Grüß Florian. Dich. Michael, hi. Servus, Michael. Grüß dich. Ihr seid hier zur Sperrenumrüstung heute bei uns im Haus. Genau. Ja, dann immer rein. Ja. Merci. So. So, was habt ihr denn Schönes? Ja, wir haben alles für dich. Also alles, was Motorsportherz höher schwingt ist. Also Antriebsfernsysteme, Sperrdifferenziale, Lenkgetriebe, Radnabensysteme. Und ihr seid heute hier wegen Sperrdifferenzial. Genau, wir haben unser Hinterachsdifferential dabei vom E36, das ist vom 325er. Ja. Und wir wollen eigentlich hauptsächlich BMW Challenge fahren, aber auch driften, wenn es möglich ist. Gibt es denn da Unterschiede von den Differentialen, also was man da alles machen kann mit? Ja, also grundsätzlich ist das Setup hier entscheidend, dass man das immer ans Fahrzeug und an den Einsatzzweck anpasst. Aber das können wir jetzt dann im Detail noch besprechen, wie wir da am besten vorgehen. Oder was für dich oder für dein Fahrzeug am besten wäre. Okay. Und was passiert jetzt alles? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ja, die nächsten Schritte sind die. Wir gehen jetzt miteinander in einen Eingang, wird die Hülse ausgeladen und dann geht es gleich schon nach unten in die Montage, wo es dann zerlegt, gereinigt und die weiteren Schritte gemacht werden. Okay, dann gehen wir gleich los, oder? Dann starten wir in den Eingang. Okay, super. Den Wareneingang dokumentiert. Das machen wir aus diesem Grund, da viele Hinterachsen oder auch andere Teile oftmals beschädigt ankommen bei uns und wir das eben dann als Dokumentation für den Kunden auch haben und für uns selber. Ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht, dass man einfach den Zustand vom Hinterachsgetriebe bei Anlieferung sieht und auch der Name vom Anlieferer, alles wird dokumentiert, was wird angeliefert, das wird eben alles aufgenommen. Jetzt geht es weiter, der Kollege wird das jetzt mit dem Stapler direkt in die Montage runterfahren. Hinterachsdifferential ausgeschwenkt aus der Achse. Dann hat man auch einen Einblick über den Zustand vom Radsatz, also sprich Kegel- und Hellerrad, und kann auch die Lager ordentlich prüfen. Ab wann sieht man denn, wie das Hinterachsdifferential jetzt beieinander ist?
Also erst wenn alles wirklich auseinander ist, oder kann man jetzt schon zum Beispiel sagen, okay... Man könnte jetzt das Durchdrehmoment messen schon, dass man sieht, okay, wie ist der jetzige Zustand. Den Lagerzustand erkennt man erst dann, wenn alles knifflig gereinigt ist. Und dann kann man, letztendlich kann man dann erst, wenn das Differential offen ist, wirklich auch schauen, okay, wie sieht es da drin wirklich aus. So, wir haben es jetzt einmal komplett auseinandergebaut, ne? Oder sind beziehungsweise noch dabei. Der Deckel ist schon beim Waschen. Ja. Was passiert jetzt als nächstes? Als nächstes wird das Kegelrad ausgebaut, weil man schon anhand vom Durchdrehen mit der Hand schon spürt, okay, es läuft nicht ganz so, wie es soll, dass man einfach den Zustand der Lager auch überprüfen kann. Und danach gegebenenfalls dann neue Lager reinmachen. Okay, alles klar. Also das heißt, wenn man ein Hinterachsdifferential zu euch bringt, wird alles komplett gecheckt und neu gemacht. Also wenn irgendwas verschlissen ist, dann die Lager oder Dichtungen, wird es auch gleich alles erneuert. Dichtteile sowieso, die werden generell immer ersetzt bei so einer Umrüstung. Okay. Die Lager eben je nach Zustand. Ja, der Kollege wird jetzt das Sperrdifferential aufbauen. Also wir sehen hier alle Einzelteile. Und jetzt werden wir mit dem Aufbau vom Sperrdifferential beginnen. Jetzt gerade am Prüfstand, was haben wir da jetzt gesehen? Ja, der Prüfstand ist einfach nur nochmal die Gegenprobe, was man vorher mit dem Drehmomentschlüssel mit der Hand durchgedreht hat. So kann man das Durchdrehmoment der Sperre, also die Vorspannung, ermitteln, und das hat uns der Prüfstand jetzt einfach nochmal bestätigt. Okay. Dass die Schichtung, die ganzen Stärken der Lamellen, dass das alles passt, dass der Bauraum mit den Innenteilen übereinander stimmt. Mhm. Das heißt, was ist für unseren Zweck die richtige Vorspannung? Ja, also für euren Zweck, da ihr mit dem Fahrzeug Rundstrecke fahren wollt oder Langstrecke, ist immer eine Sperre vorgesehen, die ohne Vorspannung aufgebaut wird, weil einfach eine Vorspannung für diesen Einsatzzweck, für den Motorsport-Einsatzzweck nicht förderlich ist oder einfach nicht vorgesehen ist, weil es kann unter Umständen bei zu hoher Vorspannung zum Untersteuern kommen, im Scheitelpunkt, deswegen lässt man die Vorspannung da raus. Okay, gut. Wenn man jetzt driften will zum Beispiel, was ist dann beim Empfehlen? Beim Drift ist es wiederum vielleicht schon förderlich, dass man sagt, okay, ich mache eine leichte Tellerfeder rein. Das heißt, ich spanne das ganze System etwas vor, weil ich einfach permanent im Driften oder im Durchdrehen oder diese Unterschiede habe, diese Drehzahlunterschiede, die da permanent abgefordert werden. Mhm. Was ja so auf der Rennstrecke jetzt nicht immer gefordert wird. So, der letzte Schritt, bevor es zum Einbau geht, ist der, dass wir die Sperre mit einer laufenden Nummer vergeben. Hinter dieser Nummer steckt auch das Datenblatt vom Aufbau, wo ich genau sehe, wer hat an welchem Tag die Sperre wie aufgebaut. Das ist einfach dazu da, dass man sagt, okay, wenn die Sperre nach ein, zwei Jahren oder länger zur Revision kommt, kann ich genau nachvollziehen, okay, damals wurde das und so aufgebaut, dieses Setup, das war gewünscht, wo muss ich wieder hin? Also das heißt, wenn ich, wenn irgendwas kaputt sein sollte oder wenn man mal was anderes haben will, dann wisst ihr sofort, gut, wir haben das und das eingebaut. Genau, ich sehe sofort anhand vom Datenblatt und auch vom Auftrag, sehe ich sofort, okay, dieses Setup hier wurde verbaut. Ich habe noch eine weitere Option, wo ich sage, okay, man kann die Sperre umbauen. Einfach ist ein Anhaltspunkt für den Monteur, dass er einfach sieht, okay, was wurde damals eingebaut. Jetzt nimmt der Monteur das Klaviergerät und macht die Nummer da drauf. Du hast jetzt quasi das Gewinde nachgedreht, oder wie? Richtig, genau. Die Achse, die Bank sitzt dann da drauf quasi, dass die Schraube eben das Gewinde sauber funktioniert. Zwei Lagerschalen werden jetzt eingekühlt im Kühlschrank, sprich Gefriertruhe, damit sie das ein bisschen zusammenzieht und leichter in das Gehäuse einzupressen sind. So, und jetzt tun wir das Tellerrad aufschrumpfen. Das Tellerrad wird erwärmt, dass sich das ein bisschen ausdehnt, dass ich das da aufhe. Über diesem Durchmesser hier, bei dieser Passung, und dann erwärme ich das, damit ich das leicht draufbringe, und dann lasse ich das abkühlen, dann hat das schon mal einen Sitz,
Zwingst mal Rundlauf. Hier haben wir also den Dichtungs- und Überholsatz für das Differential. Hier sind alle Teile enthalten zur Lagerung und Abdichtung. Bekommt man das auch, wenn man bei euch ein Differential bestellt, beziehungsweise eine Sperre, oder muss man sich das, wenn man das bei euch bestellt, muss man das dann sich selber nochmal organisieren? Das ist jetzt nicht Bestandteil vom Sperrdifferential, wenn man das bestellt. Man kann aber diese Teile bei uns dazu ordern, wenn man den Einbau selbst vornimmt. Wenn ich die Schrauben wieder raus machen würde, dann könnt ihr das da drüben nicht mehr bewegen. Das ist einfach eine Übermaßpassung ist. Also hier sieht man ganz gut den Unterschied der Lager. Das sind jetzt die Lager vom Ritzel, von der Besetzung. Und hier sieht man schon sehr deutlich, dass sich hier das schon etwas eingearbeitet hat. Man sieht auch leichte Pittingspuren und hier auf der rechten Seite eben das neue Lager. So, jetzt haben wir die ganzen Einzelteile gesehen. Also das war wirklich einmal ein komplettes Hinterachsdifferential zerlegt mit den neuen Ladern schon. Und was passiert jetzt? Genau, also wie gesagt, Tellerrad ist jetzt montiert. Quasi jetzt wird angezogen. Die Lager sind auch schon montiert in den Deckeln und im Differential. Und jetzt geht es eigentlich an den Zusammenbau in die Achse. Okay, gut. Gibt es da irgendwas zu beachten, vor allem wenn man das selber macht? Gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die man beachten muss? Ja, zu dem kann man dann erst beim Einmessen oder beim Einstellen. Jetzt ist einfach nur mal die Lager montiert, ordnungsgemäß am Differential und in den beiden Lagerdeckeln. Und dann zum Schluss, wenn es dann eingemessen wird, geht es nochmal ans Eingemachte, wo dann auch das Fachmännische gefordert ist. Okay, ja, dann legen wir los, oder? Ja. So, haben wir das Ritzel eingebaut. So. Gut. Ja. Und das ist fertig. Na, dann müssen wir das Tachorad noch auffüllen. Uhr brauchen wir noch. Wir müssen jetzt da das Zahnplan spielen. Und dazu müssen wir da die Scheiben links und rechts unter den Lagerdeckeln müssen wir die austauschen, sprich Lagervorspannung einstellen und das dazugehörige Zahnplankenspiel. Und das stellt man außen mit diesen Einstellscheiben unter den Lagerböcken stellt man das Zahnplankenspiel ein. Ja, mit dem Tellerrad muss ich zum Ritzel, damit ich weniger Zahnplankenspiel bekomme, weil 14 ist ein bisschen viel. So jetzt so zwischen ja, ein Zehntel und 15 Hundertstel. Man stellt es ein bisschen bei einem Gebrauch ein bisschen weniger ein, weil der sowieso schon der Verschleiß schon stattgefunden hat. Schauen wir nochmal. Die 12. Kontrollieren wir jetzt. Am Umfang dreimal.
12. Dann haben wir 13. Das passt, genau. Gut. Super, das ist alles drin. Das ist jetzt eine Tuschierpaste, mit dem überprüfen wir jetzt das Drahtbild von den Kegel- und Tellerrad. Genau. Das ist jetzt das Drahtbild. Das ist schöner, kann es nicht sein. Ja, also grundsätzlich ist dazu zu sagen, es ist wichtig, dass man sich hier an die Herstellervorgaben hält, was der Hersteller für Vorgaben hat für seine Getriebe, Hinterachsen etc. Wir empfehlen hierbei ein 75W140 von Ravenol. Dieses wurde speziell auf unsere Sperrdifferenziale auch mitentwickelt und ist hier bestens geeignet. Was auch noch wichtig ist, darf man nicht vergessen, neben der Viskosität der LSD-Zusatz. Das ist ein Zusatz für Sperrdifferenziale, wo das Öl auf alle Fälle enthalten muss. Danke dir für alles. Bitte, gell? Viel Spaß damit. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Genau, so ist es. Ciao. Servus. Anstrengender, guter, spannender, interessanter, aufschlussreicher Tag geht zu Ende bei der Firma Drexler. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man ein Hinterachsdifferential bei der Firma Drexler anliefert. Es wird wirklich auseinandergebaut, gesäubert, alles, was verschlissen ist, also sprich Lager, die nicht mehr gut sind, Dichtungen und so weiter, wird alles neu gemacht. Das heißt, herbringen oder herschicken und einfach das Rundum-Sorglos-Paket finde ich super. Ich bin schon froh, dass wir es nicht selber machen mussten, weil wirklich, ich habe dann gesehen beim Zusammenbau, es waren so viel Spezialwerkzeug und so viel Tricks und Kniffe und vor allem Erfahrung, ja, was wir halt einfach noch nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind alles Sachen, die können wir einfach noch nicht, haben wir noch nie gemacht. Deswegen, ich fand es super spannend. Vielen Dank dafür, dass ihr euch so viel Zeit vor allem auch genommen habt. Und genau, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Folgt uns bei Instagram, abonniert uns bei YouTube, damit wir einfach weitermachen können. Vielen Dank an die Firma Drexler. Das war super spannend bei euch. Bis bald.